Und jetzt gucken wir das Video von Alicia Joe, warum Einweg-Vapes sofort verboten werden müssen. Abfahrt rein ins Video. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Erstes Kapitel heißt übrigens Montana Black bringt Vapes raus. Habe ich auch überlegt, ob ich in der Wochenschau drüber berichten soll. Weil es wurde die Wortmarke Get On My Vape angemeldet. Und die Wortmarke wurde in Zusammenhang mit, auf jeden Fall irgendwo in diesem Konstrukt von dieser Wortmarkenanmeldung, sind auch die anderen Unternehmen von Monte. Dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich Montes Unternehmen, was da als Wortmarke angemeldet wurde. Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Sommerpause und ich war Und es wäre sehr scheiße, wenn Monte Vapes rausbringen würde. Das wäre nicht so gesund. Ich bin ganz erholt und entspannt, bis ich auf meinem Reaction-Kanal dieses Video von Tomatolix angeschaut habe. Es ging um Einweg-E-Zigaretten. Und ich dachte eigentlich, mit diesem Video wäre alles gesagt. Dann habe ich aber im Nachhinein noch viel mehr erschreckende Dinge rausgefunden und gemerkt. Das Thema Vapes ist nochmal ein ganz eigenes Video auf diesem Kanal hier wert. Okay, ich bin gespannt. Denn es betrifft uns alle. Auch diejenigen, die noch nie in ihrem Leben irgendwas geraucht haben und es auch nie tun werden. Warum, erzähle ich euch später. Alles fing damit an, dass ich eines wunderschönen Tages im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes herumscrollte und auf eine neue Wortmarkeneintragung aus Get On My Vape. Juli 2022 stieß. Get On My Vape. Eine neue Marke, die unter anderem Produkte der Klasse elektronische Zigaretten und Aromastoffe vertreiben könnte und bereits ein eigenes Logo hat. Und bei den ersten YouTube- und Twitch-Fans klingelt es wahrscheinlich schon. Einer der größten deutschen Streamer, Montana Black, hat eine Eigenmarke, die Get On My Level heißt, lebt in der Nähe von Hamburg und raucht gerne Einweg-Vapes. Zumindest sieht man diese häufig prominent platziert in seinen Streams. Daher ist es sehr naheliegend, dass er in Zukunft wahrscheinlich eigene E-Zigaretten rausbringt. Auch der Shop shishasucht.de hat das Produkt Get On My Vape bereits auf seiner Website gelistet. Oh, das ist interessant. Das wusste ich noch nicht. Und ich persönlich freue mich ja generell, wenn meine YouTube-Kollegen erfolgreich eigene Produkte auf den Markt bringen. Ich weiß aber auch, welchen Einfluss und welche Reichweite es haben kann, wenn eine bekannte Person aus der Popkultur für ihr eigenes Produkt wirbt. Vor allem diese Einwegdinger sind halt übertrieben schädlich für einen selber. Plus, holy shit, sind die Umwelt unfreundlich. Digga, ich meine, wenn man 4 oder 5 von diesen Dingern raucht, die schmeißt man ja weg danach einfach. Und da sind ja Akkus drin. Die schmeißen wir weg. Ich glaube, wenn man irgendwie 4 oder 5 raucht, schmeißt man einfach so ein iPhone-Akku einfach weg. Das ist so krank, das ist so krank. Also ich will niemanden dafür verurteilen, dass er das raucht. Aber diese Dinger sollten verboten werden. Tut mir leid. Erfolgsbeispiele sind zum Beispiel Capital Bra oder Shirin David mit ihren Eistees, Paluten mit seinen Büchern oder Bibis Beauty Palace mit ihren Duschschäumen. Diese Produkte werden 1000-fach verkauft, nicht zuletzt, weil ihre bekannten sogar millionenfach verkauft, Bro. Testimonials ihnen einen Werbekickstart in den Markt bieten und es für viele Fans quasi einfach ein Muss ist, die Produkte zumindest einmal auszutesten. Und das kann ja auch Spaß machen und ist nicht verboten. Trotzdem möchte ich in diesem speziellen Fall ein bisschen vorweggreifen und euch, ohne das Ganze zu verurteilen, erstmal erklären, was Vapes sind, bevor ihr sie einfach mal zum Testen von eurem Streamer-Idol bestellt. Und apropos bestellen, bevor wir uns die Studienlage und das Suchtpotenzial von E-Zigaretten angucken, kommen wir noch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Gerade beim Online-Shopping wird... Wieder Übergang. Alicia, you know, I love you, aber ich skippe die Werbung, es tut mir sehr leid. Zurück zum Thema. Was bedeutet Vapen? Um das Vapen von vorne aufzurollen, müssen wir erstmal verstehen, wie diese Teile... Boah, Smash. ...funktionieren und was Vapen oder auf Deutsch Dampfen eigentlich ist. Alles fing schon vor etwa 15 Jahren an, als die ersten Raucher aufs Dampfen umgestiegen sind. Damals gab es eigentlich nur Mehrwegprodukte, also Geräte mit Akku, die man dann immer wieder mit seinen eigenen Liquids nachfüllt. Die kennen wir alle, die Dinger. Aber jahrelang benutzen kann. Also nur nochmal zum Verständnis, wie das überhaupt funktioniert. Man füllt eine Flüssigkeit, das sogenannte Liquid, das meist auch Nikotin und Aromastoffe enthält. Nikotin muss nicht, es gibt auch welche ohne Nikotin. In ein Gerät. Hier drin wird das Liquid dann so stark erhitzt, dass es verdampft. Und diesen Dampf atmet man ein. Wie das mit dem Erhitzen genau funktioniert, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Manches wird als E-Shisha bezeichnet, manches als E-Zigarette. Oft werden diese Worte aber auch synonym verwendet. Es ist aber eigentlich auch für dieses Video hier egal. Merkt euch nur, ein Liquid wird verdampft und der Dampf wird eingeatmet. Anders als bei der klassischen Zigarette, denn hier wird ja Tabak verbrannt
und der Qualm wird eingeatmet. Daher ist das Wort E-Zigarette ein bisschen irreführend, aber ihr wisst ja jetzt, was gemeint ist. Gerade so um 2016 bis 2018 erlebten E-Zigaretten in Deutschland gemessen am Umsatz einen absoluten Hype. Das Dampfen war damals in aller Munde. Dieser Wortwitz. Und die wild hippen, jungen Leute sagten auch das englische Wort, also Vapen, dazu. Bevor wir jetzt gleich zu den neumodischen Einweg-Vapes kommen, sprechen wir erstmal über die gesundheitlichen Aspekte. Sind die Einweg-Vapes nicht einfach die E-Shishas von damals? Ich habe, als ich weiß, übertrieben, beschissen, Chat, aber als ich so 15, 16 war, habe ich E-Shisha geraucht. Ich glaube, in Summe halt 3 Stück vielleicht mal. Aber das waren halt auch so Röhrchen, an denen man gezogen hat. Und dann kam halt Dampf raus. Ist es nicht dasselbe? Dampfens. Entgegen dem, was man vielleicht auf Anhieb vermutet, wenn man die bunten Geräte und künstlichen... Nur mit mehr Leistung jetzt. Ah ja, nee, E-Shishas waren auch zum Wegwerfen damals, Chat. Aber auch übertrieben toxic, die wurden mir aber verkauft, als ich 15 war. Ja, was ging ab? Aromastoffe sieht, gilt das Dampfen allgemein als deutlich gesünder als das Rauchen klassischer Zigaretten. Das belegen einige Studien und auch visuell fällt es auf. Der BR hat diesbezüglich mal ein anschauliches Experiment gemacht und von einer Apparatur eine Zigarette rauchen versus ein Liquid vapen lassen. Und das, was man in der Watte sieht, ist auch ungefähr das, was in der Lunge ankommt. Das sieht bei der Zigarette um einiges schlimmer aus als beim Dampfen. Eine groß angelegte Studie aus Großbritannien deutet sogar darauf hin, dass das Vapen etwa 95% ungefährlicher als das klassische Rauchen sein kann. Krass. Aber nicht alles ist top. Es gibt bei E-Zigaretten noch keine Langzeitstudien, was das Verdampfen der anderen Inhaltsstoffe abseits des Nikotins betrifft. Fast alle Liquids enthalten beispielsweise Aromastoffe, Glycerin und Propylenglykol. Das Propylenglykol ist eigentlich in allen E-Zigaretten enthalten. Von dem wissen wir, dass wenn man es schluckt, eigentlich gar keine Gefahr ausgeht. Wenn es aber vernebelt verdampft wird, dann führt es zumindest mal zu Reizungen der Augenschleimhaut, der Nasenschleimhaut, der Mundschleimhaut und auch der Bronchialschleimhaut. Außerdem entsteht beim Verdampfen, sofern mit viel Power verdampft wird, also mit viel Hitze, deutlich mehr Formaldehyd als bei klassischen Zigaretten. Was ist Formaldehyd? Man weiß, dass je höher die Energie ist, die zum Verdampfen führt, je mehr Hitze eingesetzt wird, umso mehr Formaldehyd fällt an. Und Formaldehyd ist tatsächlich ein sicher krebserregender Stoff. Und dann wären da okay, perfekt. Dann noch die hunderten Aromastoffe, die es gibt, die zwar zum Verzehr geeignet sind, bei denen aber oft nicht klar ist, ob die fürs Dampfen genauso unbedenklich sind. Das ist einfach noch nicht ausreichend untersucht. Also selbst wenn ihr Vapes ohne Nikotin konsumiert, und die gibt es trotzdem gesundheitliche Risiken. Hier ein kleines Horrorbeispiel. In den USA, in denen es noch laschere Gesetze fürs Vapen gibt, kamen bis Februar 2020 2807 Menschen mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus, die keine Lungenentzündung war, weil man keine Viren oder bakteriellen Erreger fand. Oh, wegen Vapes. Stattdessen sollte diese Krankheit später als EVALI bekannt werden. E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. Lol. Es gibt eine eigene Krankheit, die entsteht, wenn man zu viel vaped. Boah, okay, nicht so gesund, glaube ich. Zu Deutsch Lungenverletzung durchs Vapen. 68 von diesen Patienten starben sogar daran. Die Vermutung ist, dass sich vor allem THC und öliges Vitamin E-Acetat, das dem Liquid beigemischt war, in der Lunge anreicherten und die Aufnahme von Sauerstoff behinderten. Ja, jetzt seid ihr, was die gesundheitlichen Aspekte anbelangt, wahrscheinlich genauso verwirrt wie vorher. Deswegen fasse ich euch das jetzt nochmal auf gut Deutsch in einer Art Empfehlung zusammen. Okay. Wichtig, ich bin kein Arzt, das ist nur meine Meinung, die ich mir aus meinen intensiven Recherchen gebildet habe und die viele Ärzte und Wissenschaftler so ungefähr auch vertreten. Das Beste ist, mit Abstand, deutlichem Abstand, gar nicht zu rauchen und gar nicht zu dampfen. Wenn ihr Zigaretten raucht und davon loskommen wollt, solltet ihr es erstmal ohne Ersatzmittel versuchen. Vielleicht sogar mit Nikotinpflastern, Kaugummis etc. Einfach um langsam vom Nikotin runterzukommen und sich auch diese Rauchgewohnheit abzutrainieren. Wenn das aber überhaupt nicht klappt und ihr diesen Lifestyle einfach braucht, dann ist es eine gute Alternative, komplett auf E-Zigaretten umzusteigen und euch da wirklich in einem Fachhandel ganz genau beraten zu lassen. Und wenn ihr Nichtraucher seid, dann fangt auf keinen Fall aus Spaß blind an, Vapes zu benutzen, auch nicht
nicht die ohne Nikotin, weil das ist einfach nur unnötig und kann euch genau wie Zigaretten in eine Abhängigkeit bringen. Ja gut, dass es halt nicht gesund ist, das ist, glaube ich, uns allen bewusst. Und dass es eine Abhängigkeit da gibt, klar, wissen wir auch alle. So, jetzt wissen wir erstmal das Wichtigste zum Rauchen und zum Dampfen. Nun ist uns aber wahrscheinlich allen klar, diese Dampfgeräte, das ist eher was für erfahrene Raucher oder Dampfer. Also junge Erwachsene, die sich auf der Party bei Freunden eine Zigarette schnorren oder vielleicht sogar vorm Feiern gehen, auch mal ins Kiosk gehen und sich eine Packung kaufen, würden wahrscheinlich nicht in so ein Teil investieren. Obwohl es mittlerweile auch Geräte ab 17 Euro gibt, die sehr schmal sind und das Dampfen damit auch insgesamt deutlich günstiger als das Rauchen klassischer Zigaretten. Ja, aber diese Dampfdinger sind schon manchmal, also, wie habe ich halt geredet? Was war das denn jetzt gerade? Nein, aber diese Dampfdinger kosten ja manchmal schon sehr gut über 100 Euro so. Sein kann. Aber die Bürde, sich darüber zu informieren, in den Laden zu gehen, sich beraten zu lassen, sich so ein Mehrwegding zu kaufen und dann mit sich rumzutragen, ist für viele einfach zu hoch. Jedoch, wo eine Marktlücke, da eine Marketingidee. Und so kamen vor einiger Zeit die ersten Einweg-E-Zigaretten auf den Markt. Aber ich glaube, diese Einweg-E-Zigaretten sind da einfach nur die E-Shishas, die wir damals vor 10 Jahren geraucht haben. Wir haben halt wirklich nicht viele geraucht, weil die echt kacke waren. Die schmeckten ganz gut, aber da kam halt kaum Dampf raus. Ich glaube, es müsste dasselbe sein. Markt. Also Vapes, die eine bestimmte Anzahl von Zügen haben und die man danach wegwirft. Ja, genau, genau. Die hatten so 500 Züge, diese E-Shishas. Das Verdampfungsprinzip dieser Einweg-Vapes ist das gleiche wie bei Mehrweg-E-Zigaretten. Man hat Liquids und Aromen, die verdampft werden, genau wie bei Mehrweg-E-Zigaretten. In ihnen sind auch Batterien oder Akkus verbaut, genau wie bei Mehrweg-E-Zigaretten. Und sie kosten pro Zug auch etwa so viel wie Mehrweg-E-Zigaretten. Moment mal, im Prinzip sind es Mehrweg-E-Zigaretten. Der einzige Unterschied ist, dass man sie nicht aufschrauben kann, um sie nachzufüllen, weil sie verklebt sind und man sie deshalb nach dem Benutzen einfach wegwirft. Ja. Geil. Ihr habt richtig gehört. Also im Prinzip könnte man auch eine Mehrweg-E-Zigarette kaufen und die dann jedes Mal wegwerfen, statt sie aufzufüllen. Ja, GG. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich wirklich baff, weil das wird irgendwie nie so kommuniziert. Will ich damit sagen, dass Menschen, die Einweg-Vapes rauchen, dumm sind? Dieser Diss gerade. Good one, good one. Ey, Monte hat sich auch über mich lustig gemacht, also darf ich mich auch über ihn lustig machen. Das ist, okay. Jein. Ich denke mal, sie wissen es nur nicht besser, genau wie ich bis vor kurzem. Oder aber sie wissen es und zeigen der Umwelt ganz demonstrativ den fetten Mittelfinger und dekadent einen ganz dicken Mittelfinger. Es ist, die Dinger sind so umweltschädlich, weil wie schon gesagt, ich glaube 5 oder 4 Vapes und du schmeißt einfach so einen Akku von so einem iPhone weg. Oder von einem anderen mobilen Endgerät. Es gibt ja auch Samsung. Ja. Und hier sind wir auch schon beim Kernproblem, beim Thema Einweg-Vapes, was uns alle betrifft. Die Umwelt leidet massiv. Massiv, massiv. Also dagegen ist ein bisschen Verpackungsmüll, den ihr habt, wenn ihr euch einen Eistee kauft, nichts. Schauen wir uns das mal genauer an. Im Internet gibt es einige Videos von Leuten, die diese Einweg-Vapes auseinanderbauen. Der Marktführer unter den Wegwerf-Vapes ist aktuell Elfbar und dieses Produkt wurde vom YouTuber Dampfwolke mal gekonnt zerlegt. Zum einen ist da der Verpackungsmüll, der ist aber in diesem Szenario zu vernachlässigen. Dann besteht die Elfbar aus ein bisschen Plastik, wie dem Mundstück, einem Metallrohr sowie einer sogenannten Verdampfungseinheit, also eine Art Watte, die mit dem Liquid getränkt wurde. Und damit das Ganze erhitzt werden kann, ist eine komplette Technik verbaut und ein Akku oder eine Batterie. Laut den meisten Shop-Betreibern ist es bei der Elfbar ein 550 mAh Akku, der auch nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Ich habe gelesen und von Dampfern gehört, dass das bei den meisten Einweg-Vapes so ist, dass da Akkus drin verbaut sind, die man eigentlich aufladen kann, aber die werden nie aufgeladen. Die sind da drin verbaut und nach dem Benutzen werden sie weggeschmissen. Tatsächlich ist in jeder Einweg-E-Zigarette so ein Lithium-Ionen-Akku eingebaut. Den könnte ich, also ich sag mal, spielend mehrere hundert Mal laden und dann hätte der immer noch, also im Normalfall 95% seiner Kapazität. So, und dieser Akku, der wird ein einziges Mal geladen und dann weggeworfen. Was total krass. Total unverständlich ist, weil warum ein Akku, den man aufladen kann, wenn man es eh wegwirft? Man findet dazu auch gar nichts, warum das so ist. Also wenn jemand von euch eine Idee haben könnte, gerne in die Kommentare damit. Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass es
vielleicht logistisch einfacher ist, Akkus zu verbauen, weil die vielleicht... Naja, aber ich sag mal so, es ist halt wahrscheinlich schon ein Ticken günstiger, weil du keinen Ladeanschluss reinbauen musst und du musst auch kein Ladegerät und alles mögliche mitliefern, wenn du so ein Ding kaufst. Obwohl meistens wird ja auch nur so ein Mini-Billo-Kabel noch mit dazu gelegt. Okay, ja, nur noch der Anschluss fehlt halt, ne? Besser aufgeladen bleiben, man die besser... So ein Pfandsystem dafür wäre eine Idee. True, aber ich glaube, darauf haben diese Einwegraucher auch keinen Bock. Transportieren kann oder die unter bestimmten Umständen günstiger in der Anschaffung sind. Kein Plan. Es ist auf jeden Fall ultra. Ladeanschluss ist ein Pfennigartikel, ja, ich glaube auch. Absurd, dass hier jedes Mal ein kompletter Akku weggeworfen wird und das aus mehreren Gesichtspunkten. Zunächst mal enthalten Akkus und Batterien sogenannte seltene Erden. Kurzer Exkurs für alle, die nicht wissen, was das ist. Seltene Erden sind eigentlich seltene, weiche Metalle, die ungewöhnlich viele Elektronen aufnehmen können und in seltenen Mineralien gefunden werden. Dazu gehören verschiedene Stoffe. Wie genau das funktioniert, ist aber für unsere Zwecke jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur zu wissen, dass diese Stoffe in sehr vielen Industrien benötigt werden und eben auch in Akkus und Batterien für deren Funktionalität sorgen. Was ich mich frage, die seltenen Erden sind ja auch irgendwann aufgebraucht. Was machen wir eigentlich, wenn die aufgebraucht sind? Weil davon gibt es ja nicht unendlich viele auf dem Planeten. Auch wenn es in 300 Jahren sind. Irgendwann werden die aufgebraucht sein. Was macht man dann? Nun habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass man auch der Umwelt zuliebe nicht dauernd neue Handys kaufen sollte, weil auch in deren Akkus seltene Erden verbastelt sind. Und seltene Erden heißen deshalb so, weil ihr Abbau sehr schwierig ist. Nicht unbedingt, weil sie so selten vorkommen. Aber ihre Reingewinnung ist meistens enorm kompliziert und extrem umweltschädlich. Wir reden von Auswaschen mit Säuren, toxischen Abfällen, giftigen Schlämmen, kaputten Landstrichen und teilweise sogar freigesetzter Radioaktivität. Ja, geil. Bei der Gewinnung. Seltene Erden haben also einen sehr hohen Preis und wenn man sie verbaut, dann wäre es wichtig, warum sind Akkus dann so unfassbar günstig, wenn die einen recht hohen Preis haben? Dass man sie auf jeden Fall recycelt, aber auch das ist sehr aufwendig und schwierig. Deshalb wurden sie von der Europäischen Union und von dem US-amerikanischen Energieministerium als sogenannte kritische Rohstoffe eingestuft. In einer Agenda der Vereinten Nationen mit dem wunderschönen Titel Transformation unserer Welt, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, wird unter anderem festgehalten, dass das aktuelle Abfallaufkommen der Welt durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung bis 2030 deutlich verringert werden soll. Und das gilt natürlich auch für Elektroschrott, der ja sogar seltene Erden enthält. Und jetzt muss ich es einfach mal mit Psycho-Andreas Worten in die Welt hinausschreien. Entweder seid ihr blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Denn das, was aktuell mit Einweg-Vapes passiert, ist meiner Meinung nach ein Verbrechen an die Umwelt und an alle nachfolgenden Generationen. Wie viele andere Dinge auch. Aber ich glaube, dieses Verbrechen ist sehr groß. Aber es gibt so viele Verbrechen. Habt ihr mitbekommen, okay, das ist schon eine Weile her, das war voll während Corona-Hochzeit, dass die Lufthansa 11.000, oh fuck, waren es 11.000? Ja, doch, warte mal, ich will die richtige Zahl sagen. 18.000 waren es. Die Lufthansa hat 18.000 Leerflüge gemacht. Also Flüge, wo sie von A nach B geflogen sind, in denen keine Passagiere drin waren. Einfach nur, damit die bestimmte Startplätze auf den Flughäfen weiter behalten können. Die sind 18.000 Flüge geflogen, einfach nur, damit sie Startplätze behalten. Und von solchen Verbrechen gegen die Menschheit oder gegen die Umwelt gibt es so viele. Das ist so dumm. Und dann verstehe ich auch wieder jeden, der sagt, ja Bruder, die Lufthansa macht 18.000 Leerflüge. Ich darf hier Silvester keinen Böller mehr ballern. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Kann ich jeden verstehen, der sich da verarscht fühlt. Excuse me, wir haben 2022. Und ich frage mich wirklich, warum da noch... Aber der Markt regelt das schon, Chat, ja genau, wie ihr schreibt. Der Markt regelt das schon. ...kein Riegel vorgeschoben wurde. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Der 550 mAh Akku einer Einweg-E... Ja, das müssen so 5 iPhones sein, glaube ich. ...Zigarette hat etwa ein Fünftel der Leistung des Akkus von diesem Telefon hier. Wenn ich 5 Einweg-Vapes geraucht habe, schmeiße ich quasi ein iPhone weg. Es ist so dumm, es ist so dumm. ...barer umwelttechnischer Impact. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Dinger werden hierzulande millionenfach verkauft. Millionenfach im Monat. Wie viele 11 Bars verkauft ihr dann so im Monat? 3 bis 4 Millionen Stück. Krank, Digga, krank. Vor erst einem Monat veröffentlichte das Bureau of Investigative Journalism zusammen mit dem Telegraph und Sky News, dass allein in der UK jede Sekunde 2 Vapes in den Müll geschmissen werden. In einem Jahr wäre das genug Lithium, um 1200 Elektroauto-Batterien zu fertigen. Wie viel, warte mal?
um 1200 Elektroauto-Batterien zu fertigen. Crazy. Alleine in der UK. Jetzt wäre es ja schön, wenn diese Wegwerf-Vapes wenigstens immer recycelt würden, aber man kann sich ja denken, dass mit Sicherheit nicht jeder das tut, sondern die meistens einfach im Hausmüll, im Mülleimer im Park oder direkt auf der Erde landen. Ja. Digga, Paruka will alles voll mit den Dingern. Paruka will lagen die überall rum. Laut den Recherchen der Briten sind es weniger als 50% der Menschen, die diese Vapes fachgerecht entsorgen. Das heißt, für mehr als 50% der Vapes ist da auch nichts mehr mit Recycling und die im Akku verwendeten seltenen Erden. Aber ich muss auch sagen, dass die fachgerechte Entsorgung von vielen Dingen auch echt beschissen ist. Zum Beispiel Batterien kann man ja im Supermarkt abgeben. Ich habe zum Beispiel hier in meiner Wohnung einen sehr großen Batterienhaufen. Einfach, weil ich es einfach... Ich muss ja aktiv wohin gehen, um das richtig zu entsorgen. Deswegen habe ich so viele Batterien hier rumliegen in meiner Wohnung. So von irgendwelchen Fernbedienungen, von irgendwelchen Sachen, die sie einfach über jetzt Monate und Jahre angesammelt haben. Und ja, die liegen halt hier rum. Ich schmeiße natürlich nicht einfach in Hausmüll. Klar, sondern ich packe die schon in den Supermarkt und entsorge die da. Aber ich finde, die Entsorgung ist auch irgendwie kacke geregelt. Irgendwie... Weiß ich auch nicht. Ich finde es irgendwie nicht optimal gerade. Klar, man kann die beim Einkaufen mitnehmen, aber ich gehe halt immer vom Office aus einkaufen. Also ich gehe nie von meiner Wohnung aus einkaufen. Ich gehe immer zum Büro, dann arbeite ich ja und von da aus gehe ich einkaufen. Heißt, die liegen hier einfach immer rum. Es ist auch dumm einfach. Können nicht wieder genutzt werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir aktuell 25 Cent Flaschenpfand haben, aber auf diese Einweg-Vapes nicht mal ein Pfand. Ja, das ist dumm. Also irgendwie so ein Euro Pfand und die würden safe recycelt werden. Schweige denn ein Verbot ist, dann sind wir wirklich bei Idiocracy angekommen. Nochmal ein ganz anschauliches Beispiel für alle, die es bis hierhin nicht kapiert haben. Stellt euch einfach mal vor, Apple würde iPhones ohne Ladefunktion rausbringen. Und man müsste sich einfach jede Woche ein neues kaufen, weil man kann die ja nicht aufladen. Das ist metaphorisch das Prinzip von Einweg-Vapes. Ich könnte euch jetzt... Das wäre überdumm. ...neben der Umwelt noch viele weitere Probleme mit Einweg-Vapes erzählen, um nur nochmal drei ganz kurz anzureißen. Erstens, Einweg-Vapes sind super ansprechend für Jugendliche. Ja, ich hatte damals auch E-Shishas, die wir geraucht haben. Ich habe, glaube ich, in Summe nur drei oder so geraucht. Also ich habe nicht viel davon geraucht, aber es ist genau das. Und ich habe die mit 15 geraucht. Ich habe die mit fucking 15 geraucht. Und Junge. Oder gedampft. Erwachsene und... Aber einfach auch, weil die mir verkauft wurden. So WTF? Was war da eigentlich los? Wir hatten halt so bei uns in Geldern so einen Laden, der die verkauft. Wirklich nur einen, der hat einfach jedem diese Dinger verkauft. Manche Sorten klingen wirklich so geil, dass selbst ich als eingefleischter Nichtraucher das Verlangen habe, die mal auszutesten. Und natürlich gibt es die Befürchtung, dass das in den nächsten Jahren eine riesige Welle an neuen, jungen Rauchern kreiert, die alle unser gemeinschaftliches Gesundheitssystem belasten. Zweitens, viele dieser sehr günstig produzierten Einweg-Vapes, die ja eigentlich Mehrweg-Vapes sein könnten, aus China, enthalten Nikotinsalze und andere Stoffe, die Allergien auslösen und die Schleimhäute reizen können. Und diese Stoffe sind in den hochwertigeren Nachfüllliquids oft nicht enthalten. Aber wenn man jedes Mal einen kompletten Akku verbauen muss, dann muss man ja an anderer Stelle sparen, damit man noch so billig sein kann, dass man die Mehrwegkonkurrenz mit seinen Einwegprodukten schlägt. Einige YouTuber und TikToker sprechen mittlerweile schon öffentlich von ekligem Husten und Halsreizungen, die sie durch Einweg-Vapes bekommen. Boah, da habe ich auch von irgendwem gehört, der irgendwas richtig, richtig Beschissenes von diesen Vapes jetzt in der Lunge hat. Die sie bei klassischen Dampfgeräten aber komischerweise nicht haben. Zum Beispiel bekomme ich starke Kopfschmerzen bei bestimmten Liquids mit zu viel Colada. Zudem ist mir auch ein vermehrter Schleimauswurf bei einigen Fertig-Liquids mit Nikotinsalz aufgefallen. Oder ich bekomme... Boah, ich finde so eine Küche nice. Das ist so eine richtige Studentenküche, so richtig so eine Küchenzeile. Finde ich cool. Voll, es ist keine krasse Küche so, aber ich finde irgendwie cool. Eine Nasenschleimhäute und Niesen bei einigen Nikotinsalzen. Einweg-E-Zigaretten. Das habe ich schon eingebaut. Sorry, Chat. Aber ja, ist mir aufgefallen. Zigaretten haben einen sehr hohen Anteil an Aroma und Colada. Mehr als in handelsüblichen Liquids. Aufgrund dieser Überdosierung sehe ich hier schon den Grund für Nebenwirkungen wie Halsschmerzen, Kopfschmerzen und eine gereizte Nase. Drittens, es gibt viele, viele, viele Fälschungen auf dem Markt, die kaum von den Originalen unterscheidbar sind. Natürlich sind die noch günstiger zusammengebastelt als die Originale und überhaupt nicht kontrolliert. Das heißt, so eine Batterie kann euch auch mal im Mund platzen oder brennen oder was auch immer. Und es kann durch die Inhaltsstoffe zu noch krasseren Reizungen der Atemwege kommen. Das ist jetzt alles nur Spekulation, Urban Legends. Gibt es aber auch so Fälle, also
lasst die Finger davon, wenn ihr nicht 100% verifizieren könnt, dass es keine Originalen sind. Aber über all das, diese drei Punkte und die weiteren Negativen, die es gibt, könnt ihr euch auch an anderen Stellen im Internet informieren. Jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Verbot von dem Scheiß. Lasst die Leute vapen, aber mit aufladbaren Sachen. Punkt. Also die Vapes kriegst du nicht weg, das ist uns allen bewusst. Aber lasst uns doch einfach eine Regel machen, dass man aufladen können muss, zum Beispiel. Für das Problem. Manche sehen die Lösung vielleicht in der Tabaksteuer, die erst letzten Monat für das Dampfen in Kraft trat. Yep, richtig gehört. Vorher war da nur die Mehrwertsteuer drauf. Seit Juli gilt für Liquids aber auch die Tabaksteuer. Allerdings ist auch diese Maßnahme meiner Meinung nach ein kompletter Schuss in den Ofen. Denn wir haben ja zu Anfang dieses Videos gelernt, dass das Dampfen für viele Kettenraucher eine wirklich gesündere Alternative zum Rauchen bieten kann. Und im schlimmsten Fall könnte diese Tabaksteuer sogar den Liquid-Schwarzmarkt befeuern. Ich persönlich wäre deshalb stattdessen dafür, bei Mehrweg-Dampfgeräten nur sehr geringe Steuern zu erheben, weil man vielleicht erkennt, dass das Menschen vom Rauchen abhalten kann, dafür aber Einweg-Vapes komplett zu verbieten. So drastisch es klingt, Einfuhrverbot. Oder so, ja, ja, also meine ich auch. Für komplett Europa. Das kann einfach nicht angehen. Oder man sagt, okay, auf so ein Einweg-Vape kommt 10 Euro Akkupfand drauf. Dann hätte auch keiner Bock mehr, die Dinger zu kaufen. Das wäre trotzdem blöd, weil selbst recycelte Akkus, das ist auch ein totaler Aufwand da, diese seltenen Erden wieder zu recyceln. Es wäre wahrscheinlich noch das kleinere Übel, aber irgendwer muss für diesen Müll aufkommen. Und am Ende möchte ich nochmal eine Schleife zu Montana Black machen. Du hast so einen unfassbaren Einfluss auf deine teilweise auch junge Zielgruppe. Und er hat eine riesige Zielgruppe. Haben wir jetzt auf der Gamescom gesehen. Digga, hat dieser Mann Impact. Nutz doch einfach dieses Privileg und klär die Leute auf. Von mir aus, bring sogar Mehrweg-Vapes raus und erklär, dass das eine Alternative zum Kettenrauchen sein kann. Aber lass den Einweg-Scheiß. Wirklich, das wird dir auch reputationsmäßig über kurz oder lang komplett um die Ohren fliegen. Ist halt aktuell nur noch nicht bei jedem Menschen angekommen, was das genau für ein Drecksmüll ist, diese Produkte. Aber ich sag's euch, Einweg-Vapes, es werden die Casino-Streams 2.0. Ich habe euch hiermit vorgewarnt. Auch dich, Knossi. Nutzt eure Stimme. Die Zeit, in der Einweg-Vapes cool waren, erkläre ich hiermit als offiziell beendet. Naja, aber was meint ihr? Wusstet ihr über dieses Problem überhaupt genau so Bescheid? Ja, ich wusste, dass auf jeden Fall die umwelttechnisch absolute Katastrophe sind. Weil natürlich, du schmeißt halt immer einen kompletten Akku weg. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber bleibt rational. Abonniert diesen Kanal. Monte hat auch mal gesagt, dass er die Marke nur angelegt hat, damit sie niemand wegklaut. Ah, okay, krass. Hast du einen Clip dafür ganz zufällig? Wäre geil, danke. Und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Ey, war ein sehr, sehr cooles Video von Alicia. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, ey, war ein sehr gutes Video. Schaut gerne bei Alicia Joe vorbei. Sie macht sehr guten Stuff, wie ich finde. Sehr guter Content. Bedankt euch gerne bei Alicia. Falls ihr mehr Reactions sehen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal das öftere Mal auf Alicia-Videos reagieren und sowas. Und lasst gerne ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss für die Müsli, Freunde. Danke für die Reaction.